Seit mein kleiner Neffe da ist, will ich auch zum ersten Mal ein Vorbild sein. Ja? Ich will alles im Griff haben, dass ich ein Vorbild bin. Auch für andere Leute, dass die sehen, ich habe alles im Griff. Ja? Wenn ich mit ihm spazieren gehe, nur mit Anzug, er muss auch einen tragen. Und jetzt war ich kürzlich mit ihm, wir sind spazieren gegangen, weil er so viel Kuchen gegessen hat, dann mussten wir ein bisschen was machen. Wir sind im Wald unterwegs gewesen, war nicht viel los, weil war ein Wald. Und irgendwann meint mein Neffe so, meine so, ich muss mal. Und ich so, okay, das ist ein Wald, here we go. Ja? Und er hat so kurze Shorts an, aber er zieht die nicht einfach runter, er zieht sich komplett aus. Ich so, ich schmeiß sogar weg. So. Und er steht da wie so ein kleiner, halbnackter Superman. Ja? Und ich so, okay, dann mach jetzt. Jetzt kann ich doch nicht. So, du hättest dich nicht vor der FKK-Aktion überlegen können. Nein. Also stehe ich da und warte, dass er kann, ja? Und wenn ich da stehe, läuft so 100 Meter weiter so eine Wandergruppe vorbei und ich gucke so rüber. Und auf einmal realisiere ich stehe da, mitten im Wald, als erwachsener Mann mit einem halbnackten Kind. Und auf einmal fühle ich mich unwohl, ohne Grund. Mein Gehirn fängt an, mit mir zu reden. So, hey, wie sieht das denn aus? Was sollen denn die Leute denken? Die denken sicher, du bist pädophil. Und ich rede zu mir selber. Ja, aber ich bin's nicht. Ja, das wissen doch die Leute nicht. Mach irgendwas. Sei unauffällig. Hey Leute, ich habe keine Ahnung, wie man unauffällig ist. Also habe ich einfach angefangen, so ganz leicht zu wippen. Was nur dazu geführt, dass mein Neffe mich nachgemacht hat. So, ha! Und jetzt guckt die ganze Gruppe rüber, ja? Und man geht wieder, sei noch unauffällig, so. Ich dachte, ich muss so näher signalisieren, also habe ich seinen Kopf geschreit, so. Und dann, ich sehe die Ersten zucken so die Hände raus von der Gruppe. Ich so, fuck, das eskaliert total. Ich muss irgendwas machen, ich muss reagieren. Deshalb habe ich so rübergerufen, so, hey! Hey! Das hier, das zwischen uns, das geht in Ordnung. Eine ruft zurück, warum? Ich so, weil wir sind verwandt. Eine ruft zu meinem Neffen, junger Mann, alles in Ordnung bei dir? Und mein Neffe so, er hat gesagt, ich krieg so viel Kuchen, wie ich haben will. Vielen Dank, das war's von mir. Dankeschön fürs Zuhören. So, alle zusammen, wenn ihr noch mehr lustiges Zeug wollt schauen, dann dort auch da oben klicken. Da seht ihr alle Videos von uns, was wir hier gemacht haben. Ich würde mich freuen, der Rest von der Crew sicher auch.